Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Tomasz Fischer. Ich bin 22 Jahre alt und komme aus der Hauptstadt der Tschechischen Republik Prag. Zurzeit lebe ich in Sachsen, wo ich an der Hochschule Zittau-Görlitz Betriebswirtschaftslehre studiere. Da ich schon immer eine enge Beziehung zu Deutschland hatte und hier viele Freunde und Bekannten habe, interessierte ich mich schon immer für die deutsch-tschechische Geschichte und die Geschichte ganz Europas. Das ist bestimmt einer von den wichtigsten Gründen, warum ich seit dem 16. Lebensjahr an den Camps von Volksbund Deutscher Kriegsgräbefürsorge regelmäßig teilnehme. Mit dem Volksbund lernte ich eigene Länder in ganz Europa kennen und verbrachte in diesem Sommer 2 Wochen im sächsischen Meißen. Dort fand eine internationale Jugendbegegnung statt, an der 24 Jugendlichen aus 8 Ländern teilnahmen. Wir arbeiteten gemeinsam auf dem Gelände des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers Stalag 4H in Zeithain und beschäftigten uns viel mit der Geschichte des Kriegsgefangenenlagers und mit den einzelnen Schicksalen der Lagerinsassen. Seitdem ich an den Camps teilnehme, wird mir sehr oft die Frage gestellt, was die Camps so interessant macht und warum sich überhaupt ein junger Mensch 2 Wochen lang im Sommer mit Kriegsgräberfürsorge beschäftigt. Auf diese Frage gibt es sehr viele Antworten, sehr viele Gründe, warum man bei dem Camp von Volksbund teilnehmen soll. Man lernt neue, nette Leute aus verschiedenen Ländern kennen. Man setzt sich mit den wichtigsten Ereignissen der Geschichte auseinander und hört dazu die Meinungen von anderen Menschen. Man lernt die Leute und Kultur des Gastlandes, aber auch die Kultur von anderen Teilnehmern kennen. Es gibt einfach eine Menge von Gründen, warum man an einem Camp teilnehmen soll. In meinen Augen gibt es aber einen Grund, ein Element, den ich an den Camps besonders schätze: die Teilnehmer. Fremde Leute aus ganzer Welt, die sich jeden Sommer treffen, um zusammen im Frieden arbeiten. Gerade durch diese Menschen werden die Camps so interessant, so einzigartig. Durch Menschen, die jedes Jahr eine freundliche und offenherzige Stimmung aufbauen. Eine Stimmung, die im Camp die ganze 2 Wochen herrscht. Eine Stimmung, dass man zusammen mit fremden Leuten im Frieden dabei hilft, dass die dunkelsten Stunden der menschlichen Geschichte nicht vergessen und vor allem nicht wiederholt werden. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Ivan Wischnikow, ich komme aus Minsk in der Republik Belarus und absolviere zurzeit mein Masterstudium an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Nordrhein-Westfalen. Ich habe seit 2007 an verschiedenen Projekten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge teilgenommen. Als Dolmetscher und Teamer unterstütze ich jeden Sommer die Jugendbegegnungen in Sachsen und natürlich in meinem Heimatland Belarus. Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung und kann nicht genug betonen, wie sehr diese internationalen Begegnungen die jungen Teilnehmenden positiv beeinflussen. Ja, ich bin im unabhängigen und souveränen Staat Belarus in einer friedlichen Zeit aufgewachsen und kenne die Kriege nur aus Büchern und Filmen. Ich weiß, dass mein Land mehrmals in seiner Geschichte Krieg und Verwüstung erlebt hat und wieder neu aufgebaut werden musste. Vor dem schrecklichen Großen Vaterländischen Krieg 1941-45 weiß ich auch, dass er praktisch jede belarussische Familie betroffen hat und jeder dritte Einwohner in diesem Krieg gefallen ist. Auch meine Familie ist hier keine Ausnahme. Meine Großväter sind aus dem letzten Krieg als Invaliden zurückgekehrt und meine Urgroßväter gelten als vermisst. Wir jungen Belarussen werden immer daran erinnert, das Privileg zu schätzen, im Frieden zu leben, studieren, arbeiten und reisen zu können. Und wir werden dabei nie vergessen, dass die Kriege des vorigen Jahrhunderts viele Millionen Menschenleben gefordert haben. Es ist jetzt unsere Aufgabe, die Erinnerung
an die gefallenen beiden Seiten zu bewahren. Besonders wichtig finde ich, dass wir bei den Treffen mit Zeitzeugen viele ergreifende persönliche Geschichten erfahren, die davon zeugen, dass es auch in den schrecklichsten Kriegszeiten auf beiden Seiten Beispiele gab, wo die Menschen auch in schweren Situationen menschlich blieben. So habe ich gehört, dass ein deutscher Militärarzt verwundete russische Kinder behandelte oder dass russische Menschen deutschen Kriegsgefangenen Brot gaben, auch wenn es ihnen selbst an Lebensmitteln mangelte. Oder das Beispiel meiner Großtante, die als Zwangsarbeiterin nach Deutschland gebracht wurde. Sie hatte das Glück, zu einem Bauern in Hessen geschickt zu werden, der sie wie ein Familienmitglied behandelte. Der Bauer entschied, wir arbeiten zusammen, also leben wir auch unter einem Dach und essen gemeinsam. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs haben meine Eltern diese Familie gefunden und wir haben sie einmal besucht. Das sind wirklich nette und aufrichtige Menschen. Ich bin überzeugt, dass alle Kriegsgräber gepflegt werden sollten. Es sind die stillen Zeugnisse von schrecklichen Ereignissen in der Vergangenheit, die sich nie wiederholen dürfen. In Belarus weiß jeder, wie gut die Gräber der sowjetischen Soldaten in Deutschland gepflegt werden. Und es ist unsere Pflicht, all die Toten zu bestatten, deren Gebeine immer wieder entdeckt werden. Ich werde nie die Einweihung des Sammelfriedhofs Schatkow im Gebiet Mogilow vergessen, an der ich 2011 teilnahm. An der Zeremonie nahmen Einheimische und viele Gäste aus Deutschland teil, Kinder und Enkel der gefallenen Soldaten. Viele von ihnen haben ihre Väter nie kennengelernt oder waren Säuglinge, als ihre Väter in den Krieg ziehen mussten. Es war ein sehr bewegender Moment, als sie endlich die letzte Ruhestätte ihrer Angehörigen besuchen konnten. An diesem Tag hörte ich viele herzliche Worte von beiden Seiten. Und auch in meiner Erinnerung bleibt dies als eines der beeindruckendsten Ereignisse, die ich mit Volksbund erlebt habe. Das war eine echte Versöhnung über den Gräbern. Und darin sehe ich die hohe Mission des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Wir sollten die Lehren der Vergangenheit nie vergessen, aber wir können Frieden stiften, dankbar sein für das Gute in der Gegenwart und zusammen für eine bessere Zukunft arbeiten. Ich bin froh und dankbar, dass mir die Ehre zuteil geworden ist, an dieser edlen Arbeit auch teilzunehmen. Vielen Dank.